Ach, so ein Scheiß. Jetzt habe ich schon wieder das Problem, dass der Chat nicht angezeigt wird. Das ist natürlich jetzt Kacke. Mal gucken, ob ich das hinkrieg. Auf die Schnelle. Hi, erstmal. Ich hatte eigentlich alles richtig konfiguriert beim letzten Mal. Ich habe mir anscheinend auch die beste Zeit gerade ausgesucht, weil meine Übertragung springt von oben nach unten von der Bandbreite. Ist super. Warum? Verpiss dich. Ich warte mal noch ein bisschen, ob sich das jetzt beruhigt, weil so kann ich gerade nicht starten und wir sind auch bloß eine Person. Ja, ich merk's auch selber. Also es springt gerade richtig massiv von oben nach unten meine Übertragung. Das ist sehr, sehr beschissen. Es springt von unter 1000 Kilobits auf über 7000. Das ist, ich weiß aber nicht, warum das, warum, weil meine Auslastung ist recht gering. Das lila Zahnrad. Da habe ich ihn. Gut. Jetzt hat sie es bei 4000 eingependelt, finde ich ganz gut. Müsste eigentlich funktionieren. Also jetzt müsste eigentlich ganz gut sein. Genau, deswegen sollte ich mit diesen Streams ein bisschen vorher anfangen. Dann habe ich dann noch genug Zeit, die ganzen Probleme zu beseitigen. Die Frage ist, kommt jetzt noch jemand oder nicht? Bei zwei Leute ist schon echt wenig. Ach, jetzt habe ich zwar doppelt in der Twitch-Aufnahme, ist mir aber scheißegal, das bleibt eh nur 7 Tage. Wollen wir noch warten oder wollen wir direkt starten? Ja, ich sehe es auch, ich weiß nicht, was. Jetzt springt das. Oh Gott, was ist. Was machen die denn? Mit dem Internet. Also, das ist wirklich solche Extremschwankungen gerade.
Vodafone ist ein Scheißanbieter, ganz ehrlich, ich wünschte, ich hätte schon einen anderen. Das ist gerade richtig furchtbar. Ich habe. Ja. Also ich habe hier echt Schwankungen von 90% gerade in dem in meinem Upload. Alter. Das ist richtig heftig. Das springt von 7000 auf unter 1000. Immer mal wieder hoch, runter. 3, 3, 7, 6, 8. Was machen die? Ich finde eh, wenn Vodafone was repariert, ist es fast so, als würden da Affen versuchen, Glasfaser zu reparieren, indem sie Steine draufwerfen. Ja. Okay, wie machen wir es am dümmsten? Das hier kürzen wir noch ein bisschen ein. Okay. Erstmal vorneweg, hat jemand Fragen? Noch irgendwas, was das zieht, das Ding hier vielleicht. Okay, Octet-übergreifendes Subnetting und VLSM. Beides mache ich. Ich habe auch nein, das war's nicht. Dazu hier ein paar Übungen. Wenn ihr die später haben wollt, könnt ihr die gerne haben. Ich habe nämlich eine Seite getauscht, gezeigt, wo ihr quasi selbst eingeben könnt. Und warte, ich zeige es euch nochmal kurz. Die hier. Die habe ich euch geteilt. Die könnt ihr selber anschauen. Da könnt ihr hier selber Netze festlegen. Ihr könnt die Größe festlegen, eure Netzadresse mit Präfix. Und da zeigt euch dann quasi an, wie sie richtig zu sein haben. Wenn ihr selber üben wollt. Also. Ihr wisst, wie ihr die Netzadresse ausrechnet. Oder? Das muss ich nicht nochmal wiederholen. Also die Netzadresse wird quasi bestimmt mit einer UND-Funktion und ihr erkennt dann hier unten quasi, wie eure IPv4-Netzwerkadresse ist. Das ist gut. Also weil ich weiß, in der letzten Klassenarbeit gab es ein paar Leute, die das hier nicht auf die Reihe gekriegt haben. Also überhaupt nicht. Und ja, da habe ich jetzt gerade gedacht, schön. Subnetting. Also ich habe euch die Fragen zusammengeschrieben, die habe ich euch mit euch geteilt, die in diesem ganzen Kapitel vorhanden waren. Und ja, im Grunde geht es jetzt nur noch ums Subnetting, ums Lineare, im Oktett, außerhalb des Oktetts und dann geht es ums VLSM. Das habe ich hier zwar sehr, sehr, also das VLSM habe ich hier sehr, sehr knapp gehalten, aber ich habe ja dann noch die Übung mit euch. Ich glaube auch nicht, dass wir die vollen 2 Stunden brauchen. Alter, die. Ich bin so froh, wenn in ein paar Monaten Glasfaser da ist, weil das ist richtig, richtig grausam hier. Das macht mich traurig. Das ist der Grund, warum ich damals mit Stream aufgehört habe, weil das kannst du echt in die Tonne treten. Also, warum erschafft ihr Subnetze? Der einfachste Grund ist, eure Netze müssen entlastet werden. Jedes Netz hat ständig mit Broadcast zu kämpfen und jede Nachricht wird ja auch teilweise, zum Beispiel bei Multicast, an alle oder viele übermittelt. Deshalb werden Subnetze geschaffen,
Denn Broadcasts werden außerhalb von Netzen nicht. Hi Black Dragon. Ja, natürlich. Nehme ich das wieder auf. Er schafft Subnetze, damit ihr zum Beispiel weniger Broadcast-Verkehr habt. Außerdem könnt ihr dadurch verhindern, dass wenn jemand schon mal in euer Netz eindringt, kommt er höchstwahrscheinlich auch nicht auf den nächsten Router. Außer ihr habt natürlich überall dasselbe Passwort, dann seid ihr aber Idioten. Also es ist ein Sicherheitsaspekt und es ist ein Datenverkehrsaspekt. Je weniger Datenverkehr, umso schneller ist logischerweise euer Netz. Weil CSMA/CD wird zwar nicht mehr verwendet, aber CSMA/CA hat das gleiche Problem, dass je mehr Leute drauf sind, umso weniger Last bleibt für die anderen übrig. So, normales, lineares Subnetting. Fangen wir erstmal mit im Oktett an. Im Oktett heißt, dass entweder in diesem Oktett, in diesem oder in diesem Oktett das Subnetting stattfindet. Das wird er wahrscheinlich gar nicht erst fragen, aber ja, es gibt schon einen massiven Unterschied. Wenn ihr zum Beispiel nur in diesem Oktett hier vertreten seid, das heißt, ihr habt hier wie in dem Fall ein 24er Präfix, dann werden eure, Ges ihr habt in diesem Bereich 256 Adressen. Und je nachdem, wie viele Bits ihr hier entfernt, könnt ihr auch euch zum Beispiel ganz leicht errechnen, wie viele Adressen quasi jeder Subnetz hat. Also in dem Bereich haben wir 256 Adressen. Wenn wir den Bereich hier noch mit dazu nehmen, haben wir schon 65.536. Gehen wir aber mal von den 256 erstmal aus. Angenommen, ihr braucht, sagen wir mal, 6 Subnetze. 6 Subnetze könnt ihr nicht darstellen. Ihr müsst erstmal feststellen, wie viele Bits muss ich ausleihen, um diese 6 Subnetze quasi zu bedienen. Und das geht so, jedes Bit, was ihr hier entfernt, wird 2 hoch n, also die Anzahl der Bits, die ihr nehmt, minus 2. Das ist die Anzahl der Hosts. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel 6 Subnetze erschaffen wollt, braucht ihr 2, 4, 4, 8. Mit 3 Bits könnt ihr 8 Subnetze erschaffen. Und wenn ihr jetzt die 256 durch 8 rechnet, dann wisst ihr, jedes Subnetz hat eine Größe von 32. Ich habe das alles nochmal schön hier aufgelistet. Und hier in dem Fall wäre es nämlich ein Bit, 256 geteilt durch 2, 128 plus die 2 für Broadcast und Netzadresse, 126 Adressen hätte dann jedes Netz. Das habe ich hier auch nochmal hingeschrieben mit der 256 durch Anzahl der neuen Subnetze. So könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr, also ich gehe mal davon aus, der wird erstmal anfangen, linear, also er wird Fragen stellen, dann wird er euch ein paar lineare Subnetze machen lassen in Oktett und dann wird er ein paar lineare Subnetze machen außerhalb des Oktetts erstmal. Wir haben nur quasi drei größere Themenschwerpunkte und es gibt wahrscheinlich wieder so um die 50 Punkte, irgendwas zwischen 50 und 60. Das heißt, er wird sich auf verschiedene Arten und Weisen einschießen auf bestimmte Sachen. Das heißt, erstmal wird er sowas machen, dann kommt noch das Oktettübergreifende und dann wird's VLSM. Ich weiß aber nicht, wie viel VLSM. Ich kann euch nur sagen, die Aufgaben, die ich jetzt gemacht habe, die waren knüppelschwer. Das heißt, ich habe so mit 12er Präfixen und 20.000er Hosts gerechnet. Das heißt, wenn ihr das genauso hinkriegt wie ich, dann werdet ihr es auch schaffen. Irgendwie. Ich bin heute irgendwie nicht so gut drauf. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen, wenn irgendwas nicht so gut ankommt. So. Hier in dem Beispiel 2 Subnetze. Entschuldigung, 4 Subnetze. Durch 4.
Das heißt, das erste Subnetz beginnt bei der 0, das zweite bei der 64. Ihr könnt dann einfach nur mal 2, dann hätten wir das, und dann nochmal ist gleich, und dann, scheiße, das sollte eigentlich nicht so passieren, ach, okay. 64, 2, heißt, vorhin hat es geklappt, okay. Dann nehme ich halt 64, ist gleich, gut, so klappt's. So könnt ihr quasi das Oktett hier hochrechnen beim linearen Subnetting, wenn ihr im Oktett bleibt. Und könnt so quasi feststellen, passt das oder passt es nicht. Wichtig ist, wenn ihr das so macht, müsst ihr zum Schluss auf 256 wiederkommen. Das gleiche hier mit 27. Das heißt, wir haben 8 Subnetze. Das ist die Zahl 32, 0, 32, 64 und so weiter. Hier haben wir 2, 4, 8. Hier haben wir 16. Müsste ja 16 sein, oder? Ja. Das erspart euch auf jeden Fall eine sehr große Arbeit. Das erspart euch unglaublich viel Arbeit. Weil, wenn ihr jetzt anfangt, das alles mit den Bits so zu berechnen, für mich funktioniert das überhaupt nicht. Ich rechne tatsächlich alles ungefähr so aus. Also das spart euch Zeit, die ihr wahrscheinlich dann beim nichtlinearen Subnetting braucht. Hier habe ich nochmal hingeschrieben, den Unterschied zwischen, wie ihr die Subnetze aufbaut. Wichtig ist, ihr fangt immer bei der Subnetznummer 0 an, weil das will der so. Fragt nicht warum. Erste Hostadresse sollte euch klar sein. Letzte Hostadresse und Broadcast ist auch klar. Die Broadcastadresse ist immer das nächste Netz minus 1. Und die letzte Hostadresse ist der Broadcast minus 1. Müsst natürlich darauf achten, wenn ihr beim übergreifenden Subnetting seid, dass die Broadcast-Adresse quasi wirklich nur dieses Bit ist und nicht in diesen Bereichen irgendwo zu finden ist. Die Broadcast-Adresse ist immer quasi alles 1 hier und hier die 0. Entschuldigung. Die letzte Host-Adresse. Die letzte Host-Adresse. Dann habe ich euch noch diesen Kram hier mit der Magic Number reingenommen. Ich weiß nicht, ob es für euch genauso funktioniert. Ich rechne das ein bisschen anders, aber das scheint für viele so zu funktionieren. Lest es euch einfach mal durch. Ich würde einfach mal am liebsten ein paar Beispiele nehmen. Wisst ihr, wie ihr bestimmte Sachen berechnen müsst? Zum Beispiel, wie viele Hostadressen braucht ihr in Bezug auf den Präfix? Was in diesem Bereich macht noch Probleme? Das Oktett übergreifend, da habe ich vorhin gesehen. Was war's? Oktett übergreifendes Subnetting, ja. Also das ist eigentlich überhaupt gar kein Problem. Der Unterschied beim Oktett übergreifenden Subnetting ist quasi der, dass du deine Netzadresse hast. Das machen wir vielleicht mal mit einem Beispiel gleich. Ich pack's jetzt einfach mal hier darunter. Okay, nehmen wir mal einfach eine Netzadresse. 68. 200, naja, okay, 230er Nummer. Es fällt mir doch wieder nichts ein. Warte mal, ich habe hier in den Beispielen was Tolles gehabt. Das VLSM. Ach, nehmen wir einfach dieses scheiß Subnet. Okay, das wäre jetzt nicht oktettübergreifend. Das ist relativ einfach, weil
Machen wir einfach mal alles. Angenommen, wir brauchen 7 neue Subnetze. Wie erreichen wir das? Wir sind jetzt aktuell hier. Um 7 herzustellen, wir können nur 8 herstellen. 2, 4, 6. 2, 4, 8. Nehmen wir diese 3 Bits hier. Das heißt, unsere neue Adresse ist 168. Moment. Wisst ihr, was das Problem ist? Ich mache das schon den ganzen Tag. Das war vielleicht ein Fehler. Okay. 0 27 wäre jetzt unser neues Präfix. Da können wir 8 Subnetze unterbringen. Und diese 8 Subnetze haben eine Größe von jeweils 32, aber wir müssen 2 abziehen, also Größe 32. Maximale Hosts 30. Das wäre das erste Netz. Dann zweite, dritte, vierte und so weiter. Haben wir jetzt aber standardmäßig zum Beispiel ein 23er Präfix. Sieht die Sache anders aus. Nehmen wir mal auch wieder neue 7 neue Subnetze benötigt. Das wären wieder 3 da drauf, kriegt man 26er Präfix. Macht wieder 8 Subnetze. Größe bleibt nicht bei 32, sondern wir sind jetzt bei 64. Weiß jemand nicht, warum ich jetzt 64 Hosts unterbringen kann? Okay. Wirst du nicht später Netzwerkadministrator? Naja, egal. Wir bewegen uns. Bei 23 sind wir genau hier. Auf diesem Bit. Das heißt, wir haben diesen Bit extra. Und die 256 hier. Das heißt, wir haben 250 mal 2. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt in diesem Bereich 512 Hostadressen möglich. Und wir haben 8 Subnetze kreiert. Das heißt 64. Da die alle gleich groß sind, bei diesem Verfahren sind alle Netze immer gleich groß. Das hat zwar den Vorteil, dass es leichter zu berechnen ist, hat aber auch den ganz großen Nachteil, dass zum Beispiel ganz kleine Netze quasi Platz verschwenden. Das könnte übrigens auch eine Frage sein, die ihr uns stellt. Den Unterschied, warum man VLSM macht oder warum man ganz normales lineares Subnetting macht. Lineares Subnetting ist natürlich dem VLSM stark unterlegen, einfach nur weil du Platz verschwendest. Massiv viel Platz, den du halt für andere Sachen noch nutzen kannst. Hast du es verstanden, Knight? Warum das jetzt 64 sind? Wenn wir in dem Bereich hier wären, wenn hier unser Präfix enden würde,
hätten wir 64 mal 2. Also angenommen, das sind 256 mal 2. Und in dem Bereich wären es dann nochmal mal 2. Dann wären wir nämlich schon bei 1024 Adressen. Okay. Das heißt, hoppla, unser. Punkt 64 ist unser zweites Subnetz. Denn 64 Hosts, 0 plus 64 ist 64. Bei diesen übergreifenden gibt es nämlich jetzt die Besonderheit. Ich kürze das mal ab, ja. So, 10.192 und da sind wir schon bei, da haben wir jetzt die Besonderheit. So. Wir haben die 256 erreicht. Das bedeutet jetzt in dem Fall, diese Bits sind alle auf 1. Beziehungsweise sogar noch über der 1. Diese Bits sind alle wieder auf 0. Das heißt, das nächste Bit, was erhöht wird, ist dieses hier. Deshalb ist die nächste Adresse 11.0 mit dem 26er Präfix. Und jetzt geht es hier wieder los mit 11.64 mit dem 26er Präfix. Scheiße. Oh. Und dann wiederholt sich der Scheiß hier wieder. 128, 192 und dann sind wir eigentlich schon durch. Das ist lineares Subnetting, oktettübergreifend. Im Grunde musst du nur schauen, bis wohin wirklich dein Hostanteil geht. Und alles, was danach kommt, teilst du im Grunde in gleich große Netze ein. Mehr ist es nicht. Kannst du auch rein theoretisch mit den Hosts gegenrechnen. Anhand der Netze. Du musst nur die Anzahl der Hosts, die du hast, bestimmen und die teilst du dann durch Anzahl der genutzten Subnetze. Und wenn du es dann wieder durch die 256 teilst, kannst du sogar daran bestimmen, wie viele Bits du hier quasi hochgehen musst, wenn du dich zum Beispiel hier bewegst. Wenn das hier beendet wäre zum Beispiel. Im Grunde musst du nur zählen. Musst immer nur zählen. Ist das irgendjemandem unklar? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen, dass ich mich vielleicht ein bisschen schlecht ausdrücke. Aber es ist wichtig, dass ihr das versteht. Weil wenn ihr das hier nicht versteht, versteht ihr das hier auch nicht. Man kann sich das alles halt mit diesen Einsen und Nullen denken. Das habe ich auch versucht, das funktioniert bei mir aber nicht. Deshalb habe ich mir andere Sachen ausgedacht, die funktionieren. Ich frage nochmal, ist. Okay. Okay, du hast verstanden. Haben die anderen das auch verstanden? Weil bei meinen Beispielen, die ich gemacht habe, also ich kann euch jetzt mal kurz mal einwerfen, das waren jetzt einfach nur mal das sind einfach nur die Aufgaben, die wir jetzt im Unterricht hatten. Nehmt einfach mal die Netztopologie, schreibt euch die Aufgaben vorher hin und schreibt dann einfach nur die Adresse auf mit dem Präfix und dann guckt einfach mal, ob ihr es hinkriegt. Irgendwo hatten wir, glaube ich, auch ein netzübergreifendes, das ist alles ein Zehner. Hier. Du bist schon bei VLMSM. Ne, hier, ja, Netztopologie E zum Beispiel. Da sind wir nämlich in einem ganz anderen Präfix hier unterwegs. Da wird nicht hier hinten der ist hier nicht die
Änderung, Sonne, die ist hier vorne. Und auch bei den VLSM kann man da richtig abgehen. Hier ein 20er, ich habe hier irgendwo auch richtig perverse genommen, glaube ich. Hier ein 14er Präfix mit 22.000 Hosts. Das, wenn ihr das hinkriegt, dann kriegt ihr das VLSM auch irgendwie hin. Okay. Also lineares Subnetting sollte euch keine Probleme bereiten. Faules, Luca, hast du es verstanden? Ja, der pennt wahrscheinlich. Was habe ich denn hier geschrieben? Sehr, sehr schön. Sehr schön. Was wichtig ist, übt das. Ich habe das heute den ganzen Tag geübt und gestern Abend auch noch ein bisschen. Einfach nur, dass ich da Routine reinkriege. Es ist im Grunde gar nicht so schwer. Es ist, also, lineares Subnetting ist vollkommen easy. Ihr müsst nur konzentriert arbeiten, ihr müsst die Netzadresse richtig berechnen und da müsst ihr nur gucken. Schön, weil ich habe nämlich die ganze Zeit das Gefühl, ich laber hier vollkommen merkwürdiges, wirres Zeug. Also im Gegensatz zu sonst, wo ich ja immer so klare Antworten mache und immer alle meinen Gedankengängen folgen können. Ich habe die Sachen ja auch aus Cisco tatsächlich rausgenommen, weil hat mir gefallen und ich hatte gestern nicht so die Muße, so extrem viel zu machen. Nee, ist egal. Aber wenn ich ehrlich bin, VLSM wäre ich trotzdem froh, wenn es nicht in der Prüfung oder Zwischenprüfung drankommt. Da habe ich keinen Bock zu. Ich werde mich zwar darauf vorbereiten, aber das kann echt, da können kleine Fehler ausreichen und du kriegst keine Punkte. Das ist echt scheiße. Davon mal abgesehen, kein Mensch macht das noch. Keiner. Das ist einfach nur dumm. So. Ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass der uns lineares Subnetting in Kombination mit VLSM gibt. Das entscheiden unsere Lehrer, ob es Folgefehlerpunkte gibt, aber mir wäre es lieber, wenn ich die Sachen einfach richtig mache und fertig. Ich meine, das habe ich jetzt vorhin geschrieben. Das habe ich auch aus Cisco so übernommen. Was mir gefallen hat, dieses Durchstreichen. So wie er uns das gezeigt hat, bin ich massiv durcheinander gekommen mit, du schreibst die hier hin, machst dann Pfeil, machst da einen Pfeil, machst da einen Pfeil. Das fand ich einfach scheiße. Deshalb bin ich tatsächlich zu dem hier übergegangen, zu diesem System. So. Halt. Nehmen wir doch einfach mal ein Beispiel. Das ist ein relativ. Das war dieses aus der Stunde. Okay. Ich muss noch kurz hier was. Machen wir einfach mal ein Beispiel. Guck mal kurz nicht hin. Gut. Hat keiner gesehen. Sortiert. Sind die jetzt schon? Ihr müsst immer gucken, dass ihr die Sachen entsprechend sortiert. Also machen wir jetzt VLSM. Okay. Das beginnt. Wir müssen wissen, was für ein Präfix brauchen wir, um die Hosts unterzubringen. Wir wissen, mit jedem Bit kann man zwei Adressen unterbringen. Und wir wissen, wir brauchen maximal kann man ein 30er Präfix vergeben.
Also 2 mal 2 ergibt 4. Minus 2 sind diese zwei Adressen. Das heißt, ihr könnt euch immer merken, wenn ihr irgendwo was habt, wo ihr nur zwei Adressen vergeben müsst, müsst ihr gar nicht drüber nachdenken. Das ist immer ein 30er Präfix. Immer. So, wie viele Hostbits brauchen wir, um 15 Hosts unterzubringen? Das ist 2 mal 2. Haben wir 4? Merkt man? 3. 4. Geht noch nicht, weil minus 2. 5. Wir brauchen 5 Hostbits, damit wir das hier unterkriegen. Und 32 minus 5 ist 27. 32 kriegen wir auch diese 20 unter, also ist das auch ein 27er Präfix. So, wie viele Hostbits braucht man, um ein 500, um 5, ja, wie viele Hostbits brauchst du, um 500 unterzubringen? Wir wissen, wenn ein Oktett vollkommen voll ist, haben wir 256 Adressen. Das heißt ein 24er Präfix. Mal 2. Das wäre ein 23er Präfix. Sieht gut aus. Das ist ein 23er Präfix. Und wenn wir das jetzt nochmal dazu nehmen. Ah, genau, sehr schön. Dann kriegt man da die unter. Das heißt, das ist ein 22er Präfix. Das ist logischerweise ein 21er Präfix. So, dann bestimmen wir erstmal unsere eigentliche Netzadresse, weil die Zahl, die hier steht, kann sich ja auch noch ändern. So, wir haben hier die Umrechnung, wissen wir ja. Das heißt, das sind 16, die 128 ist in den ersten vier vertreten und danach kommt keine Zahl, um die 128 zu bilden, also die 128 tatsächlich korrekt. Das ist auf jeden Fall unsere Netzadresse. So. Das erste, was wir brauchen, um das hier unterzukriegen, das kleinste Präfix ist die 21. Also fangen wir mit der 21 an. Das ist unsere erste Adresse. Die können wir jetzt schon mal hinschreiben. So. Wir machen aus dieser 20 quasi zwei Adressen. Weil wir nehmen ein Bit wieder. Das müsste 136 0 sein. Wie kommen wir jetzt auf die 136? So. Das ist diese Adresse hier. Wenn wir jetzt ein Präfix, wenn wir jetzt das auf das 20 auf 21 erweitern, das ist jetzt diese Adresse. Und wir teilen das hier in zwei Adressen, deshalb wird das jetzt eine 1. Das heißt, wir haben die 128 plus 8. 128 plus 8 ist 136. Wenn man die 128 hier noch darüber schreiben würde, dann ist es vielleicht ein bisschen ersichtlicher. Der Bereich hier vorne wird nicht angetastet. Der bleibt immer so, wie er ist, weil das ist euer ursprünglicher Netzanteil.
Da wird nichts dran geändert. Das Einzige, was ihr ändern könnt, um Adressen zu vergeben, sind diese Bits hier hinten. Und die jetzt natürlich noch danach kommen. Das heißt, ihr habt einmal dieses Netz, was ihr darstellen könnt, und ihr könnt einmal dieses Netz darstellen. Das eine ist im Grunde die 128. Und hier habt ihr keine Unverknüpfung mehr. Hier müsst ihr eine Unverknüpfung denken, hier hinten nicht mehr. Das heißt, unsere erste Adresse ist hier die 128. Und unsere zweite Adresse, in die wir es aufteilen, wäre die 136. 128 können wir vergeben. Broadcast ist diese Adresse, also minus 1. Und die Adresse ist nochmal Broadcast minus 1. Und hier ist es die 128.1. So, haben wir noch ein 21er Präfix, was wir unterbringen müssen? Nein, würde auch nicht funktionieren. Das heißt, das nächste ist ein 22er Präfix. Das Ding wird aufgeteilt. In dieses Netz. Das heißt, wir schrauben jetzt an diesen Bit rum. Wer kann mir sagen, wenn ich jetzt dieses Bit jetzt noch dazu nehme, was es für eine Zahl wird? Ja, ist er nicht süß. Black Wecken tut so, als würde er verstehen, wovon wir hier reden. Das ist 140, genau. 140.0. Das Problem ist, dass hier immer im Chat ist so ein bisschen Latenz. Das ist ein Problem. Das heißt, wir haben jetzt diese beiden Netze. Das heißt, die 192, 168, 136.0 und hier die 136.1 ist der Anfang. Und das nächste Netz beginnt bei 140, das heißt 139.255. Und hier haben wir die 254. Sehr schön, haben wir das untergebracht. Das ist schön für dich. So, das nächste Netz hat ein 23er Präfix. Kann ich hiermit nicht abbilden. Das heißt, wir teilen dieses Netz wieder auf. Das kriegt jetzt ein 23er Präfix. Und das nächste Netz hat welche Adresse? Genau, die 142. So. So, das ist die 140.1. Bei der 142 geht es weiter, also 141.255. Man kann das auch nochmal schön gegenrechnen. Warum? Das Oktett wird überhaupt nicht berührt. Das heißt, wir haben da 256 und wir haben hier quasi 2 Bits Unterschied. Komma 512 Adressen, die ich hier unterbringen kann in diesem Netz. Wenn ihr euch mal unsicher seid, könnt ihr das so gegenrechnen quasi. Quasi, ob das so passt.
Also hier 2 Bits im Oktett 3. Wäre 256 mal 2. 512 Adressen. Passt also. So, das haben wir untergebracht. Das hier müssen wir jetzt aber wieder teilen. Jetzt kommt ein kleiner Sprung. Und zwar auf die 27. Was haben wir denn jetzt für eine Adresse? Nein. Genau, es macht keinen Sinn. Ihr müsst einfach nur gucken. Wir sind nicht mehr ab 24 bist du in einem anderen Oktett. Das heißt, 27 minus 24 sind 3. Das ist das Präfix vom letzten Oktett. Komm, Black Dragon, du verstehst es doch. Sag uns die Antwort. Pass auf. Wir rechnen jetzt mal spaßeshalber andersrum. 32 minus 27. Wir haben 5 Bits. 5 Host-Bits. Also, 1. 2, 3, 4, 5. Wir können 32 Bits darstellen damit. Das heißt, der nächste Schritt hier Nein, Luca, das funktioniert so nicht. Weil du kannst ja keine Teilbits vergeben, das ist das Problem. Na, könnte das hinkommen? Genau, wir haben 5 Bits. Und mit denen können wir 32 Adressen darstellen. Deshalb, da die in dem letzten Präfix sind, geht's hier bis zur 31. Ach so, dann habe ich dich vielleicht falsch verstanden. Tut mir leid. Dann habe ich dich wirklich falsch verstanden. Das heißt, das ist die 30, das ist die 31. Genau. Dann haben wir hier die 192, 168, 142.32.
Und auch diese Adresse ist 32 Bits hoch, weil die das gleiche groß, weil die das gleiche Präfix haben. 63. So. Jetzt haben wir aber noch eine Adresse, die fehlt. Und da braucht man gar nicht groß drüber nachdenken, weil die... Genau. 4 Bits genügen nicht. Haben wir vorhin einen Präfixen festgemacht, genau. Hier braucht man gar nicht groß nachdenken, es ist im Grunde die letzte Adresse, das heißt, die fängt 1 nach dem hier an. Also ich gehe jetzt hier bei der 64 los. Es sind nur zwei Adressen. Beim 30er Präfix hast du nur zwei Adressen. Und die 67. Wir könnten das Spiel jetzt auch noch weiterspielen, aber drauf geschissen. So, das war jetzt noch ein relativ leichtes Beispiel. Ich könnte aber auch mal eine meiner Co-Varianten hier nehmen. Warte mal. Oh, das sollte eigentlich gehen. Das war echt übel hier. Da habe ich mich sehr angestrengt, aber das kriegt man schon zusammen hin. So. Mach mal eine neue Seite, weil das wird ein Monstrum. Ich mache es jetzt auch immer nur mit diesen Adressen, der wird vielleicht auch mehr nehmen können. Weil wir rechnen jetzt mit einem recht üblen Präfix. Und ja. Das wird lustig. Und zwar hatte ich hier, wie viel Hosts hatte ich da genommen? 22.566 Hosts. Kein Mensch macht solche Netze, aber ist ja egal. Das ist ja nur zu Übungszwecken. 14.265 Hosts. Hier sind 700 drin. Hier sind 400 drin. Hier sind 20 drin und hier ist das klassische Zweiernetz. Das sind einfach nur zwei Router, die miteinander kommunizieren. Okay, bestimmen wir die Präfixe. Guckt mal, ob ihr versucht, mal die Präfixe festzustellen. Okay, das muss an Zeit reichen. Das hier ist unser kleinstes Präfix, so wie immer. Zwei Router, die miteinander kommunizieren, haben immer ein 30er Präfix. Immer. So, wie viel braucht man denn, um 20 da zu kriegen? 2, 3, 4, 5. Wir brauchen 5 Host-Bits. Das heißt, 32 minus 5 ist 27. So, 256 mal 2, jetzt kommen wir auf 512. Das heißt, wir brauchen hier 23 mal 2. Wo kriegen wir das rein? 22. Das wären jetzt 21. Werden wir gleich, das war jetzt 21.
Ach, scheiße, jetzt habe ich gelesen, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Also 256, das wären 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Jetzt rechnen wir 32 minus 14. Das heißt, wir haben hier ein 18er Präfix. Und das kriegt man auf jeden Fall in das 17er rein. Also, der Herr Ritter hatte recht. Jetzt habe ich das tatsächlich absichtlich so ausgewählt, diese Netzadresse, weil wir kriegen da ein bisschen was anderes raus, wenn wir das 14er Präfix verwenden. Das ist unsere Netzadresse. Und wie ihr seht, die ist nicht gleich zu dem. Aber das wisst ihr ja, wie das berechnet wird. Ihr müsst auf jeden Fall schon mal mit der richtigen Netzadresse anfangen, weil, ja, euch wird im Grunde, ihr dürft nicht vergessen, euch wird immer irgendeine Adresse aus diesem gesamten Netzwerk gegeben. Und ihr müsst im Grunde die Netzadresse dann damit bestimmen. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er irgend sowas Bescheuertes mit euch machen wird wieder. Dass irgendwas, wo er versucht, euch quasi zu verarschen. Okay. 0.0. Das erste Netz, was wir brauchen, ist ein 17er Netz. Wenn wir jetzt ein Zweitnetz erschaffen, welche Nummer hat das? Das ist quasi unser Hostbereich, wie er mit diesem Präfix ist. Ach Quatsch, wir sind ja beim 17er, was rede ich denn? Entschuldigung, das macht keinen Sinn. Entschuldigung, vergesst das, das war Blödsinn gerade. Wir sind ja beim 17er Netz, nicht beim 15er. Wer kann mir sagen, wie das nächste Netz hier heißt? Es ist das 128er. Also 110, 24, 128 ist das nächste Netz. Warum? 16 Bits, da endet das Oktett 2. Das heißt, wir haben quasi das im nächsten Oktett. Das heißt, wir haben einmal das als Netzadresse und wir haben einmal das als Netzadresse. Und das hat den Wert 128. Deshalb geht es hier mit 128 weiter. Das heißt hier. Haben wir unsere Adresse.
So. Weitere Verwendungen für ein 17er Netz haben wir nicht. Das heißt, wir streichen das hier. Aber wir brauchen ein 18er Netz. Ach Quatsch. Nicht 128. So. Das heißt, dieses Netz geht bis, genau, 192, 0. Und hier geht's mit der 1 los. Warum schreibe ich das da hin? Keine Ahnung. Das ist ein bisschen zu viel. Das heißt, hier haben wir die 24.128.1 und hier endet es bei der 24.191.255 und hier die 191.254. Freut mich, dass ihr verstanden habt. Ich bin ganz ehrlich, ich komme ganz gern noch mal raus. Das passiert super schnell. So, die Verwendung für dieses Netz ist nicht gegeben. Das heißt, wir splitten das wieder auf. Das nächste Netz, was wir brauchen, ist ein 22er Netz. Ach Quatsch, nicht 22, ein 3. Doch, doch, 22 ist richtig. Wir brauchen ein 22er Netz. Jetzt habe ich mich selbst verwirrt, weil ich hier schon angefangen habe zu schreiben. Luca sagt 284. Du weißt schon, dass du mit 8 Bits maximal bis zu 255 gehen kannst. Das heißt, 284 wird schwierig. Bei 24 beginnt das nächste Oktett. Nein. 193,29 ist falsch. Wir befinden uns jetzt. 252 ist auch nicht richtig. So. So. Bei 22, beim 22er Präfix sind wir im dritten Oktett hier. Das heißt, 2, 4. Wir können in diesen Oktett 4 hochgehen. Und hier sind wir bei der 24, 195, 255. Das Problem bei diesen ist gar nicht schlimm, wenn du jetzt einen Fehler machst. Deshalb sage ich, ihr müsst das ganz, ganz dringend üben, weil man kommt so super schnell durcheinander. Das ist echt Wahnsinn. Ich bin da auch vorhin, habe ich auch ein paar Mal gedacht, hä, was? Das muss doch stimmen, aber nein, du kommst super schnell durcheinander. Deshalb macht das auch keiner mehr. Wirklich, es macht keiner mehr.
So, jetzt brauchen wir ein 27er Subnetz. Das ist leider falsch, denn wir haben gar keine Änderung mehr in diesem Oktett, denn das nächste Präfix ist ein 27er Präfix. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Das Problem ist aber, wenn du jetzt... Ach so. Ach, Entschuldigung. Ah, ja, ich darf das nicht hinschreiben. Das ist... Ja. Ja, ich... Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, das ist echt furchtbar. Ja, du hast recht. Ja, das ist, weil ich das gerade immer schon hinschreibe. Genau, du hast recht. Mein Fehler. Das heißt, wir haben hier die 24, 96.1 und hier endet es bei der 24, 197.255. 24. So, das wird wieder aufgeteilt. Und ich schreibe hier warum auch immer die 27er hin. Das erklärt auch meine Verwirrung. So, jetzt machen wir das 27er Netz aber. Das teilen wir auf in zwei Netze. Beim 27er Präfix kann man jetzt spaßeshalber auch wieder gegenrechnen. 1, 2, 3, 4, 5. Da fängt das nächste Netz an. Wir haben hier Schritte von 32 im letzten Oktett. Das heißt, unser letztes Netz ist dieses. Die ist die 31. Ach. Neunzig, hundert. Ich guck überall hin, bloß nicht da, das, was ich gerade mache. So, das müsste das Netz sein. Ich gleich mal mit meinem, was ich geschrieben habe, von 98.1, 130, 131 sieht richtig aus. Ja, das ist das Gemeine an diesem nichtlinearen Subnetting. Man. Gerade weil das ganz, das wird garantiert präfixübergreifend, das heißt, ich habe auch nichts dagegen, wenn es nicht präfixübergreifend wird. So haben wir hier die 34 und hier die 35. Das wären jetzt unsere Netze. Ich muss mal kurz abgleichen. 110, 24, 127, 100, 24, 191, das ist richtig. 95, 255, 197 und 255, 198 und 31 und 35. Hier. Richtig. So, das stimmt jetzt. Ich hatte vorhin aber auch irgendeins gemacht, da muss ich mal kurz gucken. Das war so richtig gestört. Oh ja, das hier. Das hier war's. Ich habe gar nicht mehr auf meinen Chat geachtet. Ist alles noch in Ordnung? Sieht gut aus. Okay.
So, bestimmen wir doch erstmal das Präfix der einzelnen Adressen. Okay, das ist wie immer ein 30er. 2, 4, 2, 3, 4, 5, passt genau rein. 32 minus 5 ist 27. 64er reicht noch nicht. Das heißt, das müssten 25er sein. So, und hier kommen wir direkt von 256. Reicht noch nicht. Das ist 23. 22er Präfix. Einundzwanziger Präfix reicht noch nicht. 20er Präfix, da passen beide rein. Gut, bestimmen wir unsere Netzadresse. Mit einem 17er Präfix. So, wir haben jetzt zweimal ein 20er Präfix. Das heißt, wir müssen jetzt mit einem 19er Präfix quasi anfangen. Das Problem ist nämlich, wenn ihr jetzt einfach mit einem 20er Präfix anfangt, müsst ihr rückrechnen. Deshalb fangt ihr, wenn zweimal das gleiche Präfix verwendet wird, einfach schon mal ein Präfix davor an. So, da hätten wir hier zwei Adressen. Und die zweite Adresse dazu ist na, wer weiß es. Das wird jetzt auch die letzte Aufgabe. Wenn irgendjemand von euch noch eine Frage hat, dann stellt die bitte jetzt noch. Es ist nicht so viel, es ist sehr, sehr viel zu rechnen. Die 32 und 0. Also haben wir hier die 192, 68, 0, 0 mit einem 20er. Wir sind im dritten Oktett bei dem 19er Präfix, oder? Punkt 1. Halt, nee, Moment. Was habe ich denn hier? 32? Entschuldigung. 16. Nee, 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 warte, schuldet. Hier ist 32. Genau. Beim 20er haben wir die 192, 168.
16:0 und ein 20er Präfix. Drücken wir mal ein Stück weiter ein. Was soll die Scheiße? Dieses Netz teilen wir in diese beiden Netze. Oder irre ich mich gerade? Irre ich mich gerade? Kann auch sein, dass ich mich gerade irre. So, das ist die 16.1 und das haben wir hier die 31.254. Ich verkürze das übrigens gerade nur. Wie komme ich hier auf die 32? Es ist übrigens ganz logisch, wenn das hier die 32 ist, werden diese Subnetze in 16er Schritten unterteilt, weil jedes weitere Subnetz hat die Hälfte der Erhöhung vom vorhergehenden Netz. Bist du dir unklar, wie ich darauf komme? Neid. Manchmal hilft es einfach mal, das Präfix zu zerlegen. Wir sind hier im dritten Oktett. So, 4, 8, 16. Ja. Gut, gut. Passt. Wir können 16 Adressen hiermit darstellen. Das heißt, der Schritt ist 16. So, das Netz hier müssen wir auch wieder teilen. Wird geteilt. Kriegt ein 20er Präfix und ...48.0 mit noch einem 20er Präfix. Brauchen wir einen 20er noch? Brauchen wir gar nicht. Wir brauchen gar kein weiteres 20er. Ja, doch, wir brauchen tatsächlich einen 22er, ja. Brauchen einen 22er Präfix. Entschuldige. Ich sollte erstmal schauen. Du hast recht. Und 192, 168, 36, 0. Nee, wollte ich tatsächlich nicht. Ich habe mich jetzt tatsächlich vertan. Ich sagte, das passiert super schnell. Mal kurz gegenrechnen. Das sind 2 Bits, das macht 4 Adressen, 32 plus 4, ja, passt. Das ist die richtige Steigerung. Das heißt, dieses hört 68, 35, 255 auf.
Ich wette mal, Luca hat schon abgeschalten. Das endet bei der 35 254. So, das Netz müssen wir unterteilen. Ja, natürlich. Ich kann dir nur raten, üb es. Ich habe heute, wie gesagt, den ganzen Tag diesen Scheiß geübt. Wirklich den ganzen Tag und ich bin immer noch nicht sicher. Ich mache immer noch Fehler. Das heißt, ich werde morgen Abend mich nochmal hinsetzen. Ich werde mich übermorgen nochmal damit hinsetzen. Und dann nach mir die Sintflut. Nee, eigentlich vor mir die Sintflut, aber irgendwie werde ich schon irgendwas aufs Papier bringen. Und wenn ich da drauf kotze, interessiert doch eh keinen. Ist wahrscheinlich immer noch besser als das, was ich dann hinkriege. Ja. Wir sind jetzt gerade bei welchen? Beim 25er, glaube ich. 25, genau. Genau, die 128 kommt als nächstes. Also ich wäre froh, wenn ich die 2 schaffe. Genau, Knight hat recht. Unsere nächste Adresse hier. Wie komme ich denn hier auf 35? Fettfingern. Das ist die 127. Das macht doch gar keinen Sinn. Das muss die 35 sein. 26. Ne, warte mal, jetzt habe ich ihn. Jetzt bin ich voll, jetzt bin ich durch. Warte. Das muss die 26. Es ist die 26. 36. Entschuldigung, es ist die 36. Jetzt. Ja. Wenn du das die ganze Zeit machst, dann drehst du irgendwann durch. Ich kann schon verstehen, warum unser Lehrer ständig bei dem Unterricht rausrennt. Ich will auch weglaufen. So, dieses Netz wird unterteilt. Das nächste Präfix wäre ein 27er Präfix. Es wird in diese beiden. Dann ist das die 101, nicht die 69. Ist zwar eine schöne Zahl, aber ist nicht richtig. Hier geht auch die 36. So. 161. 36, 163. Dann ist das die 36, 159. Dann ist das die 36, 100. 58 und das ist die 36 129. Mal kurz gegenchecken, ob ich das richtig gemacht habe. 168, 15, 255, 31, 255, 35, 255, 36 127, 36 159 und die 36 163. Rapapapa, yeah. Okay, das ist nicht lineares Subnetting. Hoffen wir einfach mal drauf, dass der Scheiß nicht drankommt in der Prüfung. Sonst sind wir alle gefickt. Darf man das auf Twitch sagen? Ach, ich sag's einfach, dann sind wir alle gefickt. Das ist so ein Scheiß. Das ist auch eine der schlimmsten Berechnungen, die aus meiner Sicht drankommen kann. Dann lieber irgendeine
ich weiß nicht, mir fällt gerade echt nichts anderes an Berechnungen ein, was schlimmer wäre als das. So spontan. Nutzwertanalyse ist kein Problem. Berechnen von irgendwelchen Preisen gar kein Problem. Auslastung berechnen ist überhaupt gar kein Problem. Selbst das WLAN ausrechnen sollte jetzt auch kein Problem sein, aber wenn VLSM dran kommt, werden wir alle sterben. Okay, sind noch irgendwelche Fragen offen, weil ich merke schon, dass mein Hirn wieder zu Grießbrei wird, tatsächlich. Ist noch irgendwas unklar? Außer, dass Luca überhaupt nicht versteht, wovon wir hier reden. Läuft der Stream überhaupt noch? Boah, nur 91.000 Frame Drops innerhalb von 1,5 Stunden. Was? Das klingt doch noch gar nicht so viel. Oh Gott, ist das traurig. Kack-Internet. Ja. Okay. Ich glaube nicht, dass er so extrem viel auf das VLSM rumreiten wird. Du wirst Fragen beantworten müssen, die habe ich ja schon bereitgestellt irgendwo. Hier. Fragen und Antworten. Das sind alle aus dem Modul, habe ich rauskopiert, einmal einfach nur als Frage und einmal als Antworten, die könnt ihr rein theoretisch ausdrucken und dann könnt ihr halt üben, ob es hinkriegt oder nicht, was weiß ich, ist mir eigentlich auch egal. Ich weiß nicht mal, ob ich mir die Sachen überhaupt anschauen werde. Also ich werde mal kurz über diese Fragen drüber gehen, aber ich glaube, mich so richtig damit beschäftigen werde ich wahrscheinlich nicht. Wozu auch, weil entweder du weißt oder du weißt nicht. Aber diesmal ist wenigstens überschaubar von den Fragen her, das finde ich schon mal ganz gut. Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal bei ganz, ganz tollen Sachen. Ich bin schon sehr gespannt auf das IPv6 Subnetting tatsächlich. Das IPv6 Subnetting soll super einfach sein. Ich vermute mal, das befindet sich ungefähr auf dem Level von dem normalen Subnetting hier. Von dem linearen Subnetting. Bei IPv6 hast du ja einfach nur ein 64er Präfix standardmäßig vorgegeben von deinem Dings, aber ja, von deinem Anbieter. Und der Rest sind quasi deine Hostbits. Okay, macht's gut, bye Leute.